Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und heute geht es um das ASRock B550 Phantom Gaming ITX AX. Ein weiteres B550 ITX Board habe ich bereits angekündigt gehabt und wer meine vorherigen Videos zum Asus B550 ITX als auch dem Gigabyte B550 ITX gesehen hat, weiß, dass nur noch dieses hier übrig ist, denn das MSI Board gab es bei mir live in einem Stream zu sehen. Von daher, ja, sehen wir hier 3733 MHz beim Arbeitsspeicher OC. Was ASRock angeht und deren Arbeitsspeicherzertifikation, ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Also wer die Videos von Bilsoid gesehen hat zu deren Aquaboard, ja, da wurde auf jeden Fall bei Z490 bereits getrickst und mit Engineering Samples die Taktraten erreicht. Von daher, ja, ist das so eine Sache, aber ich denke beim ITX Board, Gigabyte hat ebenfalls fast 5 GHz auf dem Arbeitsspeicher im XMP ermöglicht gehabt, wird ASRock hier an der Stelle sich das Ganze auch nicht nehmen lassen. Aber wie es hier der Fall ist, ja, sehen wir hier wieder 8 Powerface Design DigiPower 90 Amp Dr. Moss. Ja, was bedeutet das? Ja, es werden hier tatsächlich 8 Phasen beworben und die sehen wir auch, ein freigelegtes Heatsink hier zumindest in der Grafik und darauf sehen wir insgesamt 2, 4, 6, 8 Power Stages. Ja, MOSFETs an der Stelle. Dementsprechend, wenn wir eine Seite weiterblättern, sehen wir an der Stelle, dass es 90 Amp Power Stages sind, also die MOSFETs an der Stelle und das Layout ist identisch zu dem von Gigabyte. Also insgesamt 6 plus 2 Phasen, davon insgesamt 6 Stück entsprechend für die CPU und 2 Stück für die SoC-Spannungsversorgung. Natürlich mit 90 Amp Power Stages wirklich beeindruckend, das Beste, was es derzeit auf dem Markt zu bieten gibt. Und von daher sehr interessant zu sehen, dass hier dieses Board darauf setzt, denn das vorherige X570 ITX Board von ASRock hatte lediglich auf 60 Amp Power Stages gesetzt. Wer mein Video dazu noch nicht gesehen hat, könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Es waren jedoch 8 plus 2 Phasen, ja, zwar nur mit 60 Amp. Das war natürlich nicht auf Augenhöhe mit Asus, aber an der Stelle hier jetzt zurückgerudert. Okay, wir verbauen insgesamt nur 8 Phasen, aber diese dann mit 90 Amp Power Stages. Das ist wirklich beeindruckend. Schauen wir uns jetzt auch auf jeden Fall das Board an. Wir haben wie beim Gigabyte-Board keinen Lüfter mehr. Ja, B550 wird entsprechend passiv gekühlt und wir sehen hier an der Stelle den Chipsatz-MOSFET-Kühlkörper, der an der Stelle hier... Ja, Leute, auf den ersten Blick sehe ich hier tatsächlich kein Heatpipe und das ist verwunderlich, denn alle anderen B550-Boards waren entsprechend beidseitig mit einem Heatpipe verbunden und von daher eine etwas schwache Leistung hier, natürlich Kosten einzusparen. So ein gebogenes Heatpipe ist an der Stelle definitiv nicht günstig. Auf der einen Seite eingespart und auf der anderen Seite hier definitiv gegenüber dem Gigabyte Board hier mit einem internen Type-D Port für USB-C Gehäuseanschlüsse ausgestattet. Ja, nettes Feature. Wir haben auf jeden Fall 1, 2, 3 Lüfteranschlüsse. Das ist auch soweit sehr vernünftig von der Ausstattung her. Ja, insgesamt 2 RGB-Anschlüsse. Ja, was sollten wir hier anderes erwarten im Jahr 2020? Und ja, das wäre es dann soweit. Wir schauen uns die Rückseite an. Da sehen wir auf jeden Fall 4 USB 3.1, unsere Audiosektion und unsere Wi-Fi 6 Antenne, einen DisplayPort und einen HDMI. Ansonsten 2 USB 3.2, davon einer Typ A, einer Typ C. Und 2,5 Gigabit LAN. Das war es auch jetzt soweit hier zu dem ASRock ITX Board. Es platziert sich auf jeden Fall auf Augenhöhe mit dem Gigabyte Board. Nur fehlt hier an der Stelle das Heatpipe. Ja? Das ist an der Stelle beim Gigabyte Board voraus. Und ich denke, wenn man so ein potentes Phasensystem hat, ja, dann sollte man hier an der Stelle nicht beim Kühlkörper einsparen. Selbst wenn das Ganze eh schon sehr, sehr effizient läuft. Eine Sache noch anzumerken ist, dass hier auf die AM4-Montage zurückgerudert wurde, denn das X570 ITX-Board von ASRock hatte als einziges Board, ja, auf der gesamten Plattform die Intel-Montagelöcher. Das hat natürlich auf der einen Seite die AM4-Kühlkörper-Montage verhindert, auf der anderen Seite die Kühllösung für Intel-CPUs erweitert. Aber wer sich das ausgedacht hat, war einfach ein Marketing-Gag,
Und von daher in meinen Augen sehr, sehr komisch. Also ich finde es allgemein nur lästig, dass es verschiedene Montagesysteme gibt. Es sollte eigentlich was Einheitliches für alle geben, dass solche Probleme überhaupt nicht auftreten können. Aber hier wurde eingesehen, dass das komplett hirnrissig war und entsprechend wieder AM4-Kühler kompatibel. Ansonsten ist dieses Board definitiv ein Upgrade gegenüber X570. Lediglich das X570 ASRock Board hatte einen Thunderbolt 3 Anschluss, was eine sehr große Besonderheit war und hier leider entfällt. Aber ich denke, die wenigsten haben das tatsächlich genutzt und die, die diesen Port unbedingt benötigen im ITX, können eben das X570 Board verwenden. Also da steht gar nichts im Wege. Von daher, ja, war's das soweit. Ich danke euch fürs Einschalten und wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV. Bis dahin bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness. So that's you see on GAX TV.